Mann, jetzt wieder ich gemingelt bin. Hier. Verhungern-Test mit Christopher. Und? Ja, siehste, sag ich doch. Das heißt was? Hart. Das heißt, das ist hart. Ach, das ist blöd. Erinnere mich Der hier noch an dem Pinguin Video dran. gefunden. Dann opp ich mich kurz und dann ändere ich das, ja? Ja. Dann beheben wir das direkt am besten. So. Was soll ich machen? Ach, ich brauche Holz. Habe ich nicht irgendwo noch dieses coole Holz? Bestimmt vorne. Und den Grabstein da mache ich weg und. Soll ich dir die Blaze Rods aufheben? Nachts. Die sind vom Lukas. Ja, aber man muss ja nicht verlieren. Ja, gut. Suchst du was? Nee, ich hatte da meine Sachen abgelegt. Achso, ey, warte, ich gebe dir mal kurz die Blaze Rods. Ach ja, genau, hier. Ich brauche ein bisschen Holz. So, wie gesagt, ich hätte gern. Ich würde noch gerade meinen Rohbau fertig machen, dann noch eine Decke hinziehen und dann könnte man vielleicht mal irgendwas zusammen machen. Und wenn man nur eine Nähte oder so gehen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und wenn nicht, fange ich dann halt spätestens im nächsten LP an, halt Dings zu machen. Die Mine auszufarmen, weil. Ja, das braucht man halt. Ich meine, auch wenn du der Überzeugung nicht bist, aber ich denke schon, dass man das gut gebrauchen kann. Das ist eh cool, wenn man unterirdisch alles hat, was man braucht. Wollen wir nicht, wenn wir dann schon die Difficulty mal umstellen, nicht mal einen Dungeon machen? Mal wieder Könnte man irgendwie. armern. Ich meine, du hast mir jetzt Armor gehen. Prinzipiell. Wäre ich da dafür zu haben. Also ich bin vor allen Dingen dafür, dass wir, bevor wir in Nether gehen, erstmal Dungeons machen, weil für die Electric Stuffs ist schon besser, einen im Nether zu haben. Ja, oder du nimmst da einfach Obsidian und ein Feuerzeug mit, dass du im schlimmsten Fall einen Notausgang hast. Ja. Könnte man auch machen. Nur so. Jetzt das da. Ne, das ist okay. Hier, der fehlt noch. Schnapp, 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 schnapp. Gut. So. Jetzt. Boah, jetzt habe ich einen Keks gegessen, jetzt habe ich noch mehr Hunger auf Keks. Naja. Denkt mal mit mir nur dem Video hier dran, mir Kekse zu holen. Boah, sind ja schon genauso motiviert wie ich auf morgen Schule. Also ich bin motiviert, muss ich echt sagen. Ja, klar, natürlich. Also am meisten freue ich mich auf den Camper. Ja. So, ich nehme mal den ganzen Marvel hier noch mit. Ah, es wird dunkel. Schaffen wir es für Bubu? Ja. René? Ich nicht, ich sehe eben. Ja, ich müsste mal was essen, fällt mir gerade mal so auf. Ich hatte auch noch Potatoes, Potatoes. Also ich habe noch anderthalb Stacks umgebraten. Hab ich gerade abgebaut. Ja, passt doch. Wer will's haben? Ja, gleich, also lass uns erstmal Buben holen. Dankeschön. René, kannst du mal joinen? Also ich habe noch 5 Äpfel, die esse ich zuerst. Oh, irgendwas haut mich. Boah, diese Slimes! Immer die Säuser unter Dach, ey. Ich glaube, das ist nicht so praktisch, wenn man ein Haus unter Dach hat. Ne, schon außer den 5 Äpfeln noch nichts mehr. Na egal. Essen wir die mal zuerst. Hast du irgendwo Kohle? Ja. In deinem neuen Haus oder in Inventar, komm. Ich habe 38 Kohle, damit kann ich ja schon ein bisschen was anfangen. Ich bin direkt hinter dem, oder? Kannst du da auch irgendeinen Ofen schnappen, wenn du willst? Ja, oder du gibst mir die, das kann man natürlich auch machen. Wenn ich dann irgendwo Platz dafür hätte, warte. Hier. Was ist denn das noch mehr? Okay, was schmeiße ich noch weg? Ach, sind egal, ich alle. kann's ja gleich nochmal aufheben. So. Nee. Apropos Lapis, hast du Lapis? Ja, heb das doch auf, was da liegt. Ja, aber noch mehr. Ich glaube nicht. Okay. Aber du brauchst es nicht. Also Nö. es sind Ich Leute. wüsste nicht, was ich damit anfangen soll. Okay. Kann schon ruhig haben. Wie gesagt, mir geht's erst mal darum, dass ich ein Häuschen hab. So dass ich einen Ausgangspunkt habe für mein Bett. So dass man nicht immer unter freiem Himmel schlafen muss. Und dann, Wie Lukas? zum Beispiel. So, ja, keine Ahnung, was das war. Genau, und wenn dann das Häuschen mal fertig ist, dann. Jetzt. Oh, ich hatte schon mal ein Lag. Oh, noch ein Lag. Was ist denn hier los? So, vielleicht geht's ja jetzt mit dem Marble. Ja, jetzt kann ich ihn wenigstens nochmal bewegen. So. Ja, keine Ahnung, was das war.
Top. Den muss ich mich gerade noch abbauen. Ja. Das ist noch Clean Marble. Beziehungsweise kein Clean Marble. Hast du das hier gehört? Ich habe gerade gekaut, habe nichts gehört. Achso. Wenn du das? Ich höre das. Ja, ich höre das auch. Ja, das meinte ich eben. Das ist das mit dem Sägen, oder was? Mhm. Okay, was machst du in dem Moment dann? Sägen. Ja. Ein Tool verbessern. Okay. Ne, keine Ahnung, warum man das hört, man. Aber ist ja nicht so schlimm, oder? So, fertig. Jetzt brauche ich noch 59 Lapis. Was hast du hier drin? Kobalt. Ah. Wie kommt man das Kobalt? Man muss zuerst mal eine gute eine Spitzhacke haben, die man mit der man Kobalt abbauen kann. Mhm. Und Kobalt ist ein Erz im Nether. Was suchst du bei mir? Ich guck mal, was du sagst. ist klar. Ah. Die Kleptomanen sagen das alle so. Nur mal um das ich so. Ich hab meine Hexical Essence schon mal in Sicherheit gebracht. Ich muss mir irgendeine versteckte Kiste suchen. René, gehe auf Quest und finde die versteckte Kiste. Das klingt doch nach einer Aufgabe für dich, oder? Nett. Ich find das witzig. Christopher und die versteckte Kiste. Mhm. Ist irgendjemand von euch gerade Steam angeschrieben oder bin ich das? Ja, ich bin das. Ah, okay. So, das hat sich überschielt. Muss ich das wieder gucken. Achso, er könnte jetzt? Ah, schön. Also, macht er jetzt seinen Vortrag? Ja, also in das Video hole ich ihn nicht. Wenn dann gleich. Wenn dann danach. Wir sind jetzt noch 5 Minuten im Video und dann. Also frühestens dann halt. Dann ist nicht kein Problem damit. Aber da müssen wir erstmal dran denken, dass wir die Difficulty umstellen. Beziehungsweise ich glaube, ich mache das einfach wann ob dann. Das ist wohl das Einfachste. Also das ist das Wahrscheinlichste, dass klappt. Denke ich mal. Habe ich hier noch Glas bei mir? Ja. So. Wie viele Meteor-Shields haben wir jetzt eigentlich? Ich habe gleich eins auf meinem Haus. Aber noch nicht. Das steht noch nicht. Wir haben 4. Eins bei Max, eins bei dir, eins beim Lukas, eins bei mir und eins bei der Enchantment-Hütte. Das sind also 5. Hä? Also voll verwirrt. Ja, stimmt, ich hätte 4 gemacht und eins hat mir noch. Ah, ups. Die Blöcke gehören hier nicht hin. Ja, Christoph, was hat er dann jetzt gesagt? Ich habe ihm geschrieben, dass wir in 5 Minuten höchstens können. Sonst hat er dann nichts. Ach so. Bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Kann ich nicht hier irgendwo noch Cleanstone? Mir geht so langsam die Kohle aus sogar. Witzig. So viel Cleanstone gemacht, dass ich keine Kohle mehr habe. Oh, hier läuft noch. Ah. Kann ich doch nicht noch mehr drauflegen, so? So. Na?
Ich kann's nicht so mit dem Movement, muss ich mal feststellen. Die kann ich einfach so setzen. Ein Stack noch. Ungecleanter Marblestone. Das ist nie schön. Ja. So. Was wollte man dann jetzt gleich machen? Wenn wir dann in Neta gehen? Oder gehen wir in den Neta oder machen wir echt einen Dungeon? Oder wie gesagt? Dungeon. Du bist von Dungeon? Na gut, da müssten wir halt sich noch einen suchen. Hast du eine Idee, wo einer ist schon, oder? Ich guck gerade auf der Karte. So, dann sieht das doch schon mal besser aus. Ich sehe jetzt mal spontan 1, 2, 3, 4. War das doch genug? 5. Geht doch weiter, obwohl einen haben wir, glaube ich, gemacht. Das war bei unserer alten Siedlung. Ja gut, wenn du... Ja gut, du siehst halt, hast halt den Aussichtspunkt schlecht hin, ey. Ja gut, ah ja, dann hätte ich doch ich gesagt... Ich bin noch nicht mal oben, ich habe gerade auf der Map geguckt auch. Achso. Ja, naja. Wir haben ja zwei von diesen, da, wo wir am Spawn waren, bei dem Baum. Dann wäre zwei von diesen Burgen. Davon haben wir nur eine gemacht, hast recht. Stimmt, dann könnten wir die ja zum Beispiel machen. Ja, dann würde ich mir halt zwei, drei direkt vornehmen und die dann in den Rutsch machen. Ich hoffe mal, dass das klappt, wenn wir gleich die Difficulty umgestellt haben. Aber, wie gesagt, da muss ich mich ja nur ganz kurz zwischen den Videos kurz oppen. Sonst ist bei einem von diesen Burgen ist auch noch ein Meteor eingeschlagen. Ich gerade so. Und da sind noch drei andere Dungeons bei. Zwei davon zerstört. Also zerstörte Türme. Ach so, ja, das sind ja keine Dungeons. Gut, das sind auch Sachen drin, oder? Ja, aber das sind ja, glaube ich, immer nur so eine oder zwei Ebenen. Ich weiß es nicht, wir können gerne mal hingucken gehen, wenn es sich anbietet, aber... Ich glaube, also so in erster Linie Dungeon ist das nicht so, was man sich so... Na, ich bin zu blöd, um Blöcke zu setzen. Wenn ich noch Fackeln? Ah, hier. Weil sonst ist es auf immer schwer dunkel hier in meiner Hütte. So. Jetzt kann ich euch von hier aus überwachen. Tada, tada. Ja. Ah, guck mal, da ist ja dann schon die komplette Wahl gesetzt. Ich muss mir gerade mal überlegen, wie ich hier hinkommen will. Das Dollar sich offen. Hä? Wollen wir schlafen? Ist noch ein bisschen früh, Mann. Ich weiß nicht, ja, ob's Bett schon funktioniert. Ich hätte ja mal fast behauptet, mehr. Ne, warte mal. Ein bisschen Zeit könnte man noch ran. Ich weiß es nicht. Ich glaube. 28. Ne, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange mein Video sind. Kein Plan. Wollen wir mal schätzen? Sind wir schon 15 Minuten drin? Nee, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ist schlecht zu schätzen. Jetzt muss ich da irgendwie was draus machen, was halbwegs ordentlich wie ein Eingang aussieht. Keine Ahnung. Was ist das für ein Geräusch? Das ist, wenn ich einen Slap mache, wahrscheinlich. Dein Ernst, jetzt habe ich eh einen Slap zu wenig. Mach ich eben den nochmal weg und mach den hier hin. Schnipp. Ah, das ist praktisch, dann können wir direkt nämlich hochgehen. So, der Block ist zwar nicht schön, aber praktisch, hätte ich mal gesagt. Ich habe eine Waffe, ich habe keine Pfeile, die könnte ich sowieso mal wegmachen, die Bögen. Und dann könnte man mal hingehen und noch ein Dach draufsetzen, dann wäre ich nämlich eigentlich mit meinem Häuschen soweit erstmal fertig. Weil... Ich habe noch keinen Bock mehr. Wie war das? Aus Basalt konnte man keine Slabs machen, gell? Nein. Keine Ahnung. Ja, weiß auch nicht mehr. Aber wenn ich aus Cleanstone Slabs mache, werden die hellen draus. Ja. Mit der Säge kannst du doch, oder nicht? Keine Ahnung, wie baue ich mir da eine Säge? Oh doch, es gibt Basalt Slabs. Ich weiß nicht, ob das wirklich wirkt. Schwierig. Schwierig. Naja. Egal, wenn man es ausprobiert, kann ich es nie sagen. Ich bräuchte noch Cleanstone und hier müsste irgendwo noch welcher Sinn. Oh ja, und Kartoffeln. Marble. Oh ja, und ich zumindest mal noch einen freien Ofen. Oh, okay. Jetzt habe ich meine Kohle weggeworfen.
Was brauchen wir dann noch außer einem Schwert für den Dungeon? Eigentlich nichts. Rüstung, Essen. Ja, okay, Essen. Essen, das habe ich im Ofen. 32 Kartoffeln müssen reichen. Eine Spitzhacke. Ja, meine Diapicke ist eh auf halb. Das heißt, man kann die ruhig mal mitnehmen. Und dann halt den ganzen restlichen Baukram hier lassen. Ein leeres Inventar sonst. Ist irgendwie anstrengend, dass das nicht symmetrisch ist. Wenn hier das aus Marble wäre, dann wird das bestimmt besser aussehen. Marble. Benni, hast du Strings? Das sieht besser aus. Guck unten bei mir. Keine rechts? Ahnung. Mann, oder ja. Links? Links. Oder rechts? Gut. Rechts. Veto gegen Christopher. Ja, ne, das sieht wirklich besser aus. Sondern das sieht irgendwie so wie gewollt und nicht gekonnt aus. So. Das heißt, ich brauch noch mehr Marble, als ich sowieso schon gebraucht hätte. Top. Ja. Nee, das Tor sieht wirklich besser aus. Das, alles braucht Symmetrie. Ich hasse Sachen, die nicht symmetrisch sind. So, jetzt brauche ich mal ganz kurz hier so eine Treppe hin, aus Holz. Ist ja egal, damit ich echt mal hier hochkomme. Und dann muss ich mir hier irgendwo ein Dach drauf lappen. Quasi. Was hat denn der Lukas geschrieben? Noch nix. Ja, das war echt wohl Pech gerade, oder? Kannst du mal anschreiben, dass wir jetzt quasi gleich Zeit hin. Na. Ach komm, das, da mach ich irgendwann mal offcam. Das Häuschen inrichten. Die restliche Zeit von der Session heute würde ich eher in was anderes investieren. So, ich hätte aber mal gesagt, wir beenden erstmal das Video hier. Weil ich irgendwie ein Gefühl habe, dass es durch ist. Und ja, wir sehen uns gleich. Ciao!